Hallo und willkommen hier zurück bei Elsword. Gut. Ich dachte, ich habe jetzt schon wieder was im Programm umgestellt. Nein, wir sind weiter in Sander und dürfen das Traxnest auseinandernehmen. Wobei, Sekunde, wie weit sind wir hier? Zeichen des Jugendfeuers. Ja, hier geht's jetzt los. Feldbosse in Sander. Ach, ich habe zwar gedacht, dass ich die alleine mache, aber ich kann ja mal so kurz reinzeigen, wie ätzend das sein wird. Für die, die es kennen, ja, schaltet ab. Es ist wirklich, ja, für die, die es sehen wollen, die ein, ja, die dies, denen es gefällt, sich hier zu quälen. Bleib da. Na, siehst du, hier ist sogar. Hier ist sogar ein bisschen Party. Denn hier geht es echt nur darum, Gegner zu töten. Im Kreis laufen. Kreis laufen, Gegner töten. Oh. Also man kann hier im Kreis laufen, wie lustig. Ich für meinen Teil, bin immer hier oben. Ohne Eve ist das. Also ich geiste eigentlich immer hier rum. Um die Feldbots zu fahren. Na, also immer. Hier hoch, hier wieder runter. Hi. Achso, ich mache nebenbei noch eine Feldquest, wie man gerade sieht. Hey! Okay, der wird verbrennen. Fischi! Au! Das wundert mich, dass die Energienadel nicht über das ganze Feld gerade hier liegen, aber die werden wahrscheinlich die Runde machen. Oh. Das kann natürlich auch passieren, dass ich zu schnell bin, die Runde. Klatsch, 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 bumm. Und irgendwann, nach, keine Ahnung, einer gefühlten Ewigkeit, taucht dann hier ein Boss auf. Entweder ein Hund oder so ein Hexenmeister. Ich persönlich mag den Hund lieber. Nee. Weil. Ja doch, der Hexenmeister konnte nämlich versteinern. Und ob man es glaubt oder nicht, die sind stark. Also alleine ungerne, muss ich sagen. Alleine sehr ungerne. Weil es ist einfach wow. Oh, hallo Elsword. Ja,
Da klaut er mir einen Spot, klaut er mir! Da kann er wohl nicht angehen! Oh, und was ich jetzt auch gut fand, jetzt ist ja der neue Charakter raus. Und man hat tatsächlich einen Slot für ihn bekommen. Weil ich hatte ja normalerweise meine Slots alle für Charaktere voll. Und ja, ich kann tatsächlich wieder Charakter herstellen. Also da, jetzt ist da hinten der Faceboss. Cheatcode eingeben. Jo. Jetzt muss ich zusehen, dass ich da hinkomme. Bevor die... Nein, aua. Da, boom, explodiert, tot. So. Wurde bezwungen und ich habe nichts dafür bekommen. Ne, weil, ja, keine Ahnung, ich habe nicht genug Schaden gemacht oder sonst was. Und deswegen sind diese Quests so unglaublich ätzend. Und wer weiß, wie lange die andere da jetzt schon dran rumgekloppt hat, vor allem. Okay, mit ihr? Weiß ich nicht. Geht das verhältnismäßig schnell? Die rein hier zu clearen. Weil wenn ich da so dran denke, wenn ich das mit den anderen gemacht habe, hat das ein bisschen gedauert. Also ich habe jetzt nicht stundenlang gewartet. Oder gebraucht, um sie zu töten, aber... Ich hab schon ein bisschen rumgestanden. Ah, Nase juckt. Hm.
Komm ab hier. Hallo? Das verstehe ich jetzt auch manchmal nicht. Dass ich beim Springen MP verliere scheinbar. Also beim normalen Springen. Weil manchmal ist ja, Fähigkeiten sind fertig, Fähigkeiten sind fertig. Wieso hatte ich denn so einen Bossring unter mir? Da ist der Hund wieder! Ah ne, ist erst besser. Cheatcode eingeben. Ja. Und wieder tot und ich habe wieder nichts bekommen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das ein anderes Mal. Ne? Also, das war jetzt nur mal, um euch zu zeigen, wie scheiße Feldbosse zu machen sind, wenn du jetzt hier so, naja, rumpimmelst. Kurz gesagt. Okay, will ich nicht starten. So. Also, es kann echt lange dauern. Und ich habe das schon so oft gehabt, dann habe ich gesagt, ja gut, dann lädst du die Leute in die Gruppe ein, da wollen die Dungeons laufen. Wo ich mir denke, ich will jetzt hier, ne? Naja, dann mache ich das halt irgendwie. Na gut, Feldbosse Sander bis Elysium. Also ich könnte jetzt praktisch ins nächste Gebiet rein und da dann die Feldbosse waren. Wobei Sander bis Elysium, das ist neu. Das ist von bis gibt. Dann steht ja immer Feldbosse Sander. Hm, okay. Unter der Leitung der Kaiserprinzessin haben wir den Siegerringen. Na gut, dann machen wir. Ich habe schon wieder das dunkle Portal vergessen. Ach ja. Gut, dass ich nicht in Azeroth aufgewachsen bin. Wenn ich da das dunkle Portal die ganze Zeit vergessen würde, ja, bestimmt hier schief gegangen. Ich mariniere dir dein Gesicht. Hey. Mach du's da an und weiter. Dieses plötzliche Gegner sterben, ne? Ach, jetzt weiß ich warum. Manchmal zwei MP da drin sind. Klar, ich habe ja doppelte Drop-Chance hier. Das zählt auch für sowas.
Ja, dann macht das jetzt auch Sinn. Au. Oh, ein Fetti. Boom, 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 boom. Der Trakt explodiert! Ach, doch nicht. Oh, oder? Ja, nein, vielleicht? Er ist sich unschlüssig? Ich geh da mal nicht ran. Beiß mich, du. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich schmeiß einfach nur mit Granaten. Mach das, was ich am besten kann. Au! Das ist unfair. So. Steh mal kurz hier im Gift. Kurz hier im Gift, bin tot. Das ist so gut wie. Hallo? Geht doch. Nein! Aua! Oh Mann, ich vergesse meinen Machtbooster gleich zu zünden. Ja, dann hat er euch belogen. Weil von mir bekommst du nur den Tod. Oh, ja, beschwör deine Leute. Komm. Sie werden sich bedanken. Ha. Mission abgeschlossen. Oh Gott, jetzt gespammt hier mit allem möglichen Kram.
4 Level-Ups, sehr schön. Ein paar Edelsteinchen, auch sehr nice. Gut, dann ist diese... Was ist das denn? Feldbahn zu... Alles Klärchen. Ich habe zwar keinen Bonus für die Feldbosse bekommen, oder nicht das vor der Quest, aber Feldbosswürfel. Da kann immer schön Stuff drin sein. Kann man schön teuer verticken. Aber anwenden werde ich das nicht. Okay, auch nichts. Na gut, dann... Oh. Nee, will zerlegen. Gut. Ja. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie elendig das ist mit den Feldbossen und so. Und daher... Ja. Möchte euch den restlichen Trauermarsch ersparen. Würde ich sagen, beende ich die Folge hier und wir sehen uns in der nächsten wieder. Wenn wir... Ja. In das Dorf des Kalusu-Stamms gehen. Ach nein, nein, nein! Ich möchte nicht dahin. Ich möchte absolut nicht dahin. Die sind stark. Und zäh. Und stark. Ach ja, oh, und vorher werden wir hier ein... Oh, ouch. Hier einen kleinen Bezug abstatten für den kleinen Powerboost. Also, ja. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und... Tja. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.